Zwei neue Folgen sind da und ich muss sagen, ich fand sie noch um einiges besser als die letzten beiden. In der Folge Klapsnapt veranstalten Stars Eltern einen Ball für die Königreiche aus Muni, um ihr gemeinsames Bündnis zu feiern. Dabei tanzen die jeweiligen Kinder der Herrscher mit denen der anderen Herrscher, bis jeder einmal an der Reihe war. No, und die Eltern von Tom waren so niedlich, wenn auch durchaus etwas ungewöhnlich. Und ich weiß nicht warum, aber der Sohn mit den muskulösen Beinen fand ich irgendwie auch genial. Aber zurück zum Wesentlichen. Tom vermeidet es bis zum Schluss, Star zum Tanzen aufzufordern und wählt stattdessen immer andere Partner. Star denkt daraufhin, er mache dies nur, damit sie eifersüchtig auf ihn wird, was dann auch irgendwie klappt und Star vermeidet es ebenfalls mit Tom zu tanzen. Am Ende ist dann allerdings niemand mehr außer Tom übrig. Doch anstatt ihn zu nehmen, wählt Star den Ansager, um es Tom mit gleicher Münze heimzuzahlen. Daraufhin verlässt Tom allerdings mit enttäuschtem Gesicht den Saal, was Star nur noch umso wütender macht. Sie folgt ihm und stellt ihn zur Rede. Wie sich zeigt, wollte Tom wohl nur nicht mit ihr tanzen, weil er dachte, sie sei mit Marco zusammen und wollte ihr lediglich Freiraum lassen. Star glaubt ihm allerdings nicht, worauf die beiden anfangen zu streiten. Und auch im Saal breitet sich Streit zwischen Toms Vater und Stars Vater aus. Um wieder Frieden zu schließen, tanzen Tom und Star schließlich widerwillig miteinander und stellen dabei fest, dass es ihnen sogar Spaß macht. So viel Spaß, dass Moon scheinbar sogar Angst bekommt, sie könnten sich küssen. Bevor irgendjemand jetzt laut aufschreit, Tom und Star mögen sich noch immer. Davon bin ich überzeugt und das sah man einfach in dieser Folge. Sowohl wegen der Eifersucht als auch dadurch, dass sie wieder zueinander gefunden haben. Ich glaube aber auch, dass sie als Freunde zusammengefunden haben, nicht mehr und nicht weniger. Sehr, sehr gute Freunde und das ist für den weiteren Verlauf der Serie auch sehr wichtig, damit die beiden zusammen in einem Raum sein können, ohne sich dabei komisch zu fühlen. Es wird auch in den nächsten Folgen für Stargo-Fans schwierig sein. Ich persönlich sehe das zwar alles eher neutral, aber es würde mich wundern, wenn Star und Tom wieder richtig zusammenkommen würden. Also würde ich solche Szenen eher locker sehen. Was jetzt speziell mit dieser Folge meiner Meinung nach erreicht werden sollte, ist, dass es fortan kein Problem mehr sein wird, wenn sie zusammen irgendwas unternehmen. Im Grunde hat sich also auch diese Folge, wie die beiden vorigen, mit dem Thema Loslassen beschäftigt. Beide haben ihre Differenzen aus der Vergangenheit losgelassen und können jetzt auf einer neuen Freundschaft aufbauen. Und mal sehen, wie sich das dann alles weiterentwickeln wird. Die nächste Folge, Stranger Danger, yep. Da taucht endlich Eclipsa wieder auf. Dass Glossarik sich wie eine Art Hund verhält, nun, das finde ich äußerst verdächtig. Ich könnte mich natürlich auch irren, keine Frage. Nur, naja, wer weiß. Wenn er bei klarem Verstand wäre, könnte er der Star vielleicht vor einer drohenden Gefahr warnen? Möchte dies vielleicht jemand verhindern? Alle Spekulationen und Theorien zum jetzigen Zeitpunkt. Wir werden sehen. Star bringt in dieser Folge ausgesprochen gute Argumente auf den Tisch. Was ist denn schon so böse daran, sich in ein Monster zu verlieben? Ganz ehrlich, mit Toms Familie haben Stars Eltern schließlich auch kein Problem und das sind Dämonen. Gut, dass Eclipse ihr Königreich verließ, war verantwortungslos, aber man kann es trotzdem nicht als böse bezeichnen, oder? Ihr Kapitel im Zauberbuch ist so eine Sache, naja, aber sie zwingt ja keinen, die Zauber anzuwenden. Sie hatte ja auch Moon damals nicht dazu gezwungen, den Zauber anzuwenden. Es war Moon, die von Eclipse Hilfe wollte. Auch wirkt Eclipse hier wirklich ausgesprochen freundlich. Warum also regen sich alle bis auf Star dermaßen über sie auf, dass sie Star sofort überprüfen müssen, ob sie womöglich auch auf die dunkle Seite gewechselt hat und wollen Eclipse wieder kristallisieren? Scheint mir alles andere als fair. Allerdings macht Eclipse hier einen so extrem sympathischen Eindruck, dass es schon fast wieder etwas aufgesetzt wirkt. Ganz ehrlich, man kann noch so gut sein, nach so langer Gefangenschaft, da sollte man doch schon etwas wütend sein, oder? Zumindest doch einen Groll hegen. Bei Eclipse ist nichts dergleichen zu sehen. Ich weiß nicht, aber irgendwie scheint da was nicht zu stimmen. Was meint ihr dazu? Schreibt mir eure Theorien gerne in die Kommentare und wie immer, bis zum nächsten Mal.